Willkommen zum Renntag hier in Melbourne, Australien. Es ist fast 17 Uhr Ortszeit. Die Autos befinden sich auf dem Grid und sollten jeden Moment zur Einführungsrunde losfahren. Lewis Hamilton startet von einer großartigen Position in die Saison. Mal sehen, ob er sie nutzen kann, um das Rennen heute zu gewinnen. Wir alle wissen, was Hamilton für ein Tempo gehen kann. Und wenn man ihm ein schnelles Auto gibt, dann gewinnt er Rennen. Sollte er am Ende der ersten Kurve vorn sein, wird es heute sehr schwer, ihn zu schlagen. Das war eine gute Strecke für Lewis Hamilton, da er hier im Laufe seiner Karriere schon mal gewonnen hat. Wird er das heute wieder schaffen? Er weiß, wie man hier gewinnt. Und das ist das Wichtigste. Das wird ihm viel Selbstbewusstsein geben, wenn er in das heutige Rennen geht. Hashtag Frankreich, Hashtag Paris, Hashtag Jules Bianchi und damit begrüße ich euch recht herzlich zum ersten Rennen in der Bianchi-Saison hier in Australien. Startplatz 6 und ich soll zwei Stops fahren, warum soll ich zwei Stops fahren? Das verstehe ich jetzt leider nicht. Ich muss mal die Reifen mal am Start angucken. Ich habe da leider eine Befürchtung, dass hier so ein schöner Backmann vielleicht wieder zugeschlagen hat. Wie dem auch sei, heute kam der erste Part raus. Und zwar, der erste Part kam deswegen, der erste Part kam raus, Punkt, aus, fertig. Die Frage, die ich euch gestellt habe im Qualifying, wurde schon ausgiebig beantwortet von euch. Und zwar, die wurde beantwortet. Und einige haben in den Kommentaren geschrieben, Legende sei angebracht, sagen einige. Und ich sage aber, wir fahren hier auf Experte, weil ich möchte Bianchi mal aufs Podium versuchen zu bekommen. Oh mein Gott, das war jetzt viel durcheinander. Ich würde einfach mal sagen, wir starten doch einfach mal. Was haltet ihr davon? So, Reifen. Versuch heute mindestens okay. Den Skat war sehr suboptimal. Wie immer eigentlich. Hat mir der da einfach einen Schlag gegeben. Habt ihr das gesehen? Button gibt mir einfach einen Schlag. Und damit sind wir 22. Also damit können wir uns diesen Platz schon mal getrost abschminken. Und das nächste, was ich mir abschminken kann, ist mein hinterer linker. Meine Hinterräder. Warum sind die schon halb abgefahren? So, jetzt sind wir nicht auf der Position, wo wir eigentlich normalerweise hingehören. Der Reifen ist tot! Der Reifen ist tot hinten links! So, mal schauen. Okay, gegen Ericsson habe ich mich jetzt wenigstens verteidigen können, aber der Reifen ist tot. Der Reifen ist tot, warum auch immer! Okay, da berühren wir uns mal, Teamkollege an Teamkollege. Mein Reifen hinten links, der ist tot. Das ist super. 15 Runden fahren wir hier. Super Codemasters, das habt ihr super hinbekommen. Den nächsten Bug hier darf ich euch präsentieren. Okay, du klebst ihn am Auspuff. Sieh zu, dass du vorbeikommst. Bin ich doch schon. Das war vorbei, Position 19. Jetzt arbeiten wir uns hier mal nach vorne. Mal gucken, was der Reifen jetzt einfach noch hergibt. Also das muss ich mir anschauen. Hat er mich da rausgedrängt am Skat oder wie, wo, was? Was war da los? Also der Reifen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den Reifen so dermaßen kaputt gefahren habe. Am Skat. Mal schauen, was der Motor hier sagt. Nee, hatte ich nicht vor. Im Gegenteil, ich habe eigentlich vor, den Sotit zu ärgern. Und das ist auch ein Grund, warum Experte und nicht Legende. Jetzt stell dir mal vor, wir fahren auf Legende, weil ich kenne die KI nicht auf Experte. Und wenn der mir wirklich einfach einen Schlag gegeben hat, aus welchen Gründen auch immer, dann frage ich mich, was ist denn das hier? Der fährt auf Fahrt, okay. Okay, er hat ein bisschen nachgegeben außen, aber nur ein bisschen. Maldonado vor uns. Somit sind natürlich die Punkte auch schwierig einzufahren. Aber so. Aber der Reifen ist hinten tot! Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 14 Runden. In der Theorie könnte ich die Strategie wirklich bringen.
wenn ich jetzt hier groß aufgehalten werde, von Romain Grosjean zum Beispiel. Dann müsste ich aber theoretisch jetzt schon reinfahren, damit ich freie Bahn habe. Ja komm, wir fahren jetzt schon rein. Na, muss ich das halt riskieren, weil Reifen ist schon tot. Warum auch immer der tot ist, ich habe keine Ahnung. Codemasters ist Bug, schlagen mal wieder grandios zu. Also Kurve 1, da hatte ich schon Angst vor, sowieso gehabt. Losfahren, losfahren. So, das heißt, wir werden natürlich den Reifen jetzt auch am, ja, bis zum geht nicht mehr ausreißen. Ja, ja, passt schon. Gucken, was wir theoretisch dann noch möglich ist auf Experte. Bin ich jetzt nämlich selber mal gespannt. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Reifen sind auch schon komischerweise warm. Vielleicht sind jetzt auch noch Punkte drin. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir rechnen mit maximal 3 Runden. Ja, das rechne ich auch. Aber dass ich hier extra einen Boxenstopp mit mehr machen muss, nur wegen wieder so ein typischen Codemasters Bug, das regt doch wieder auf. Da ist wieder irgendwas in der Berechnung wahrscheinlich schief gegangen. Zwischen dem Kurzqualifier und hier das Ganze. Sonst mache ich das Pack für mich aus. Wenn ich das nochmal habe, weil das ist nicht mehr feierlich. Obwohl könnte ich ja wirklich bringen, Pack für mich. Weil ich benutze ja immer das gleiche Setup. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil das ist ja scheiße hier. 1,30 fährt der, okay. Der Führende. Also natürlich jetzt mein Plan ist es ganz einfach, mit dem Reifensatz möchte ich jetzt natürlich versuchen, schnell aufzuholen. Weil der ist frisch und ich möchte mit dem Primes jetzt einfach so kurz wie nur irgendwie möglich fahren. Gucken, ob das in irgendeiner Form aufgeht. Hamilton hat die Führung übernommen. Button auf 21. Was ist da passiert? Gar nichts offenbar. Fahrer vor mir. Button vor dir. Der Abstand beträgt 11 Sekunden. Noch 12 Runden. In 12 Runden kann man noch viel aufholen. Aber ob ich einen Boxenstopp rausfahre, das ist die andere Frage. Ah, erstes Rennen eigentlich schon komplett gelaufen. Okay, da vorne sind sie ja schon. Gottes Willen, was ist denn hier los heute? Da waren es nur noch 6 Sekunden. Hat Button ein Problem? Gut, es sind noch 3/4 Benzin des Startbenzins im Tank. Noch 3/4 der Benzinlast. Ja, es geht natürlich jetzt alles ziemlich schnell hier. Gucken, wenn die Führenden wirklich reinkommen. Also in Runde 4 hätte ich reinkommen müssen. Vielleicht können wir einen ganz kurzen Stint wirklich nur auf dem Prime fahren. Wirklich ganz kurz. 1-2 Runden, maximal mehr nicht. Das wäre wirklich ideal. Oh, ich denke mal, dass die in Runde 5 oder 6 reinkommen werden. Eine werden sich natürlich jetzt denken, du musst aber irgendwann Benzin sparen, natürlich. 1,33. Ich hatte Glück beim Sky, dass mir der Frontflügel so nicht abgefallen ist. Da muss mich echt mal sagen. So, meine Reifen sind noch die neu. Gehe es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Und Button und Co. muss ich schnell vorbei. Boah, der fährt aber sehr langsam hier durch.
Der Button kann aber deutlich besser rausbeschleunigen. Immer noch. Ach, der ist auf hart unterwegs, okay. Und mit der ist weg hier. Ericsson wäre der nächste. Zwei Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Kein Fall. Kein Fall. Oh, er hat auch DRS. Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Hinter mir ist noch Button, da muss ich drauf aufpassen. Okay, den haben wir auch bekommen. Fahrer vor mir. Kobayashi liegt vor dir. Nur eine Sekunde Abstand zwischen euch. Wir holen pro Runde etwa 4 Sekunden auf. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Oh, der vordere Linke wurde aber stark ab. Ich habe Kobayashi im Visier gehabt. Den haben wir auch bekommen. Das ist jetzt B19. Du liegst jetzt auf B19. Vettel liegt jetzt in Führung. Okay, die ersten in der Box. Also den Sky muss ich mir echt nochmal angucken, was da passiert ist. Das ist Button hinter mir, okay. Da vorne ist mein Teamkollege Schilten. Also Ziel ist dahinter. Hat man hier echt geschafft, dass Marussia hier wirklich weiter vorne fährt? War das 2014 überhaupt noch so? Okay, wir sind an Suchi dran. Ja, das ist mir schon aufgefallen in der Kurve, auch im 2015er Modus. Da gibt die KI sofort nach, wenn sie außen ist. Vettel liegt auf Platz 1. Schön für Vettel, wir duellieren uns hier gegen Schilten. Glück gab keine Kollision. Ich habe irgendwie Angst, dass ich hier kollidiere mit denen. Warum auch immer. Position 16. Okay, die fahren jetzt wieder alle rein. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Das wäre Position 12. Das ist ja hier. Wenn die alle vor mir schon drin waren. Dann will das hier nichts mehr mit Punkten. Runde 8. Gut, jetzt ist natürlich die Frage gewesen, wer ist alles reingekommen, wer nicht. Wir haben etwa 50% des Startbenzins übrig. Noch 50%. Fahre ich noch eine Runde oder fahre ich nicht noch eine Runde? Fahrer vor mir. Grosjean liegt vor dir. Noch 8 Runden. Boah. Da gibt es wieder blendende Informationen rüber. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig. Ich muss extrem auf Experte aufpassen, dass ich den in den Kurven nicht reinbretter. Okay, ich fahre noch eine Runde. Letzte Runde für unser
Ja, in die Runde gehen wir auch rein. Ich möchte den Grosjean gerne in der Boxengasse überholen. Dafür muss ich jetzt pushen. Ich muss aber auf meinen Sprit auch aufpassen. Weil am Anfang habe ich sehr hart gepusht. Aber Flexpaltiker ist extrem langsam in den Kurven. Und holt die Zeit auf den Geraden eigentlich nur raus. Fahrer vor mir. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 7 Runden. 7 Runden sind viel. Aber das wird nichts mehr mit Punkten. Da macht mir Coldmeister einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung. 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden. Blaue Flaggen, ja, nee, ist klar. Ist klar, Spiel, ist klar. Ja, die beiden sind... Ja, die Punkte haben sind schon vorbeigefahren. Button. Er ist auch in der Box. Quiert. Fahr raus. Fahr jetzt raus. Wern. Button 14. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Gutierrez ist das. Und Grosjean, den, ja, Grosjean habe ich in der Box quasi bekommen. Sind wir bei 40% des Startbenzins. Noch 40% Benzin. Also mit Gutierrez kann ich mich noch rumärgern. Wetterbericht. Es sollte nicht schade. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Hätte noch sein können, hier in den nächsten 2 Minuten anfangen zu regnen. In den Kurven, da hole ich extrem auf. Damit liegst du auf P14. Du bist auf P14. Und die KI gibt da sehr schnell nach auf Experte. Fahrer vor mir. Wer liegt vor dir? Der Abstand beträgt 7 Sekunden. Noch 6 Runden. Oh, das war, glaube ich, abkürzt. Also, den können wir noch kriegen, den Wern. 7 Sekunden ist nicht die Welt. Ich muss auf meinen Spritverbrauch immer noch achten, also 0,2 immer noch im Minus. Alter, schau dir mal an, wie ich den Gutierrez wegfahre! 6,2. Vielleicht soll ich da noch ein bisschen später bremsen. Lasst mich einfach fahren, ja? Lasst mich einfach fahren. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Alter, man spart ja gar nichts auf Standard mit dem Marusch, ja? War mal interessant zu wissen. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Ja, wenn wir die jetzt hier einbrechen, bin ich ja schon gewundert. Hamilton führt das Feld an. Ja, bis zu dem Punkt ist es noch sehr weit. 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden. In Kollision verwickelt am Skat, da waren wir dann letzter. Und dann holen wir trotzdem noch so eine schöne Aufholjagd hin. Das ist eigentlich das, was ich auch so ein bisschen hier machen wollte. Ja, die Kollision war mit Absicht. Nein, die war nicht mit Absicht. Klasse Speed, du bist viel schneller als Wern. Mach weiter Druck.
Verliebt der Werner auch. Das Problem ist nur, dass die Runden gehen mir halt aus. Wenn ich in Runde 13 an dem dran wäre, das wäre super. Boah, hier habe ich immer so Mini-Lags. Das stört so ein bisschen. ...2,7... Fahrer vor mir. Wärm vor dir. Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Du holst pro Runde 2 Sekunden auf. Jetzt sind es noch 4 Runden. Noch 4 mit dieser, okay, dann haben wir noch 3 Runden. Dafür ruhig zu wenig in Mitte da auf einmal auf. Bei 2,6 glaube ich geht nur aus 2 Kurven. Da merkt man wieder den Unterschied, wo die Zeit raus tut und wo nicht. Aber das finde ich jetzt auch mal interessant, diese Erfahrung euch mal mit euch zu teilen. Also man merkt auf jeden Fall, man holt gegen der Experten-KI die Zeit nur in den Kurven raus. Auf den Geraden, da geben die sich nicht viel. Im Vergleich zur Legenden-KI. Also die Zeit holt ich hier nur in den Kurven raus. Gut, Überrundungen werden hier nie ein Thema sein. Aber die Hinterachse ist immer noch extrem unruhig. Also die war mir im Training lieber. Ja gut, Sprit wird reichen. Komm, vielleicht kriegen wir den Wern noch. Fahrer hinter mir. Da vorne ist der 11. Platzierte. Gib mir 2 Runden mehr. Weil ich sehe den 11. schon. Alter, und die KI bremst deutlich, deutlich früher. Als dass ich das gewohnt bin. Das waren dann hier 15 Runden, die gingen aber relativ schnell vorbei. Okay, hier muss ich ihn außen den Platz lassen. Besser rausbeschleunigen hilft dir gar nicht. Die Situation ist nämlich so ein bisschen mit Kwiat. Nur so ein bisschen. Ja, da vorne ist der 11. Fahrer vor mir. Kwiat vor dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 1,6 Sekunden auf. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Okay. Also die ist jetzt die letzte. Jetzt muss ich mir am Start nochmal angucken mit euch, was da wirklich abgegangen ist. Kosten dafür nochmal eine super Aufholjagd hingelegt. Wir haben gute 90% des Startbenzins verbraucht. Noch 10% Benzin übrig.
Habt ihr aber nicht viel eingefüllt, ne? Ja gut, bei 15 Runden. Was soll man da auch groß einfüllen? Ja, na, den 10. sehe ich auch schon. Glückwunsch an Hamilton. Jetzt zieht man diesen einen Boxenstopp nachher ab. Der kostet hier so 20 Sekunden ungefähr. Er zieht 15 ab, wegen den Reifen. Die neuen Reifen sind natürlich deutlich schneller als die angefahrenen. Ihr könnt es ja gerne mal ausrechnen, wo ich dann gewesen wäre, weil das, die Überholmanöver kosten ja auch noch Zeit. Wenn die Reifen am Skat wirklich nicht angefahren wären, warum die auch immer so abgenutzt waren, das ist für mich immer noch eine Frage, die mich halt sehr interessiert, weil ich bin nur eine gezeitete schnelle Runde halt gefahren auf den Reifen. Und damit ist das erste Rennen hier in Melbourne zu Ende. Lewis Hamilton steht am Ende ganz vorn und gewinnt 25 Punkte. Alle Fahrer haben Respekt vor Hamilton. Er ist einer der schnellsten in der Formel 1 und wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt, hat er immer eine Chance, vorn mitzufahren. Das hat er heute erneut bewiesen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Also, Hamilton gewinnt vor Nico Rosberg, Valtteri Bottas auf der 3, Ricciardo wird 4. Massa 5. Räikkönen auf der 6, Alonso auf der 7, Hülkenberg wird 8. Magnussen und McLaren holt Punkte auf Position 9. Ja, die fahren hier noch mit Mercedes, geht ja auch da. Haha. Und Perez am Ende auf der 10. Wir sind nur 12. geworden. Es haben nur 3 Sekunden halt gefehlt. Ich habe einen Boxenstopp. Das ist eine Boxenstopp. Schnellste Rennrunde, die ist mit Rosberg vergleichbar. Ja, ist klar. Ausgeschieden ist Sebastian Vettel im Red Bull, okay. Button nur auf der 14, wurde gleich mal gebügelt von seinem Teamkollegen. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen der Skat. Was ist da passiert? Das interessiert mich jetzt eigentlich. Ich bin da ganz weit rechts. Da kam schon... Ja, das war die Berührung. Das war die Berührung schon. Das war die Berührung. Ich muss mal den Fahrer kurz finden. Es war ein McLaren. War das der McLaren? Es muss der McLaren. Also mein Skat war natürlich miserabel, keine Frage. Wie immer eigentlich. In dem Spiel. Das ist sehr optimistisch, Kollege, hier, ne? Ich kann mich da nicht in Luft auflösen. Das ist jetzt meine Meinung. Schreibt mal eure Meinung. Also ich kann mich da nicht in Luft auflösen. Hier sieht man es besser. Skatunfall kann man es auch werten. Also, aber wo soll ich hin? Na gut, wir wollen zu viel durch die Kurve. Einer muss nachgehen. Und da bin ich der Unglücksrabe. Aber es ist noch glimpflich eigentlich ausgegangen. Also so ist es noch glimpflich ausgegangen. Das muss ich ja dann schon, doch schon mal leid. Da muss ich doch schon sagen, es ist noch glimpflich ausgegangen. Hätte schlimmer sein können. Aber er hat mir einfach einen Schack gegeben. Da hatte ich keine Chance und der Skat allgemein. Ja. Bei mir fällt die Drehzahl in den Keller und wenn ich minimal Gas gebe, drehe die Hinterräder durch. Das ist mein Problem beim Skat. Das Problem kriege ich nicht gelöst. Ja, Butch. Der kommt aber auch von hinten angeschossen. Ihr bremst ich und der bremst deutlich später. Das merkt man auch. Ja gut, ich hack das Rennen ab. Was für ein Tag für Lewis Hamilton. Ein weiterer Rennsieg für den Briten. Und nicht nur Paddy Lowe findet, dass das eine der besten Leistungen seiner Karriere war. Dieser Mercedes war top. Aber Lewis Hamilton war eben auch der richtige Mann im richtigen Auto. Ja, mit dieser Position super. Ist Hamilton vertraut. Er wird auf dem Teppich bleiben, aber er weiß, dass jeder Punkt zählt und dass er einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ach, Mercedes ist doch besiegt. Das kriegen Sie ja auch hin, okay? Williams auf der 2, Ferrari auf der 3, Red Bull fehlt da gut, Ferrari ist ausgeschieden. Gut, ich nehme das Positive daran mit. Ich weiß, wo die KI auf jeden Fall ihre Stärke und Schwächen auf Experte hat. Es war auf jeden Fall trotzdem eine interessante Erfahrung.
muss ich ja schon sagen, also es war eine interessante Erfahrung, mal auf Experte zu fahren, und ich weiß jetzt, was der Unterschied zum Beispiel zwischen Experte und Legende ist. Die Zeit, wo die KI einfach nur in den Kurven raus. Aber diese eine Boxenstopp, den Fall finde ich immer noch verblüffend. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Mal leise geht's dann weiter mit der Bianchi-Saison, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2015. Hashtag Frankreich, Hashtag Paris, Hashtag Schulz Bianchi.